Okay, gleich habe ich mein ganzes Geld verschwendet für die Minispiele. Gut, nehmen wir noch die schnelle Runde. So, diesmal holen wir uns eine Menge Geld. Die Musik. Schon sehr verrückt, aber passt. Für dieses Minispiel. Irgendwie tut mir Wieso Maru gerade ein bisschen leid. Gut, wir haben zumindest auch einen roten. Jetzt geht's sehr flott. Okay, das ist kein schlechtes Ergebnis. 118, wir haben unser Geld wieder zurück. Ja, perfekt ist unmöglich. Also das schaffe ich zumindest gerade nicht. Okay, ich denke mal, es reicht. Bevor wir irgendwann noch pleite werden, geben wir uns mit diesem Ergebnis zufrieden. Ich meine, die Leute hier geben mir auch ein bisschen Geld. Zumindest habe ich einmal die Minispiele gezeigt. Das ist das, was ich zumindest erreichen wollte. Passiert eigentlich was, wenn ich jetzt nach Hause gehe? Nö, das ist immer noch unser Haus. Da hat sich nicht viel verändert. Da wird sich auch nichts ändern. Aber wir fahren jetzt einfach mal über sie. Vorher gehen wir aber noch einkaufen. Hallo, willkommen. Wir haben eine nette Auswahl in diesem Laden. Willst du kaufen? Natürlich. Hier in diesem Teil gibt es allerdings noch eine Besonderheit, die es in nachfolgenden Teilen ja leider nicht mehr gibt, nämlich die Sandalen. Die Sandalen geben dir mit mir die Möglichkeit, schneller laufen zu können. Was in dem Fall schon nicht schlecht ist. Problem ist nur, wenn wir getroffen werden, verlieren wir einen Teil der Sandalen. Also man sollte schon welche auf Vorrat kaufen oder man lässt sie nicht treffen. Reisbäche nehme ich auch einmal mit. Ich glaube, man kann die sehr weit stapeln. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber zumindest, wenn ich jetzt einmal meine Leben verliere, werde ich nochmal wiederbelebt mit den Reisbällchen. Ich bin so froh, dass du, dass das Monster jetzt fort ist. Oh, Goemon. Du hast aber nichts Gutes vor, oder? Ach, ich mache nur eine Weltreise. Durch komplett Japan. Naja, was heißt komplett Japan? Die Wahrsagerin gibt's hier natürlich auch wieder. Beziehungsweise den Wahrsager. Oh, perfektes Timing. Ich erzähle dir die Zukunft für 20 Rios. Hättest du gern, dass ich in deine Zukunft blicke? Ich denke mal, einmal können wir's machen. Oho, ist denn so? Du bist ziemlich neugierig, oder? Ich mag deine Haltung. Fakt ist, ich gebe dir eine besondere Wahrsagung. Oh, oh! Wie kann das sein? Ich habe noch nie jemanden so ein Schicksal befallen sehen vorher. Der Pfad vor dir ist wahrlich gesegnet. Okay. Das heißt, wir kriegen Geld. Ladies, Dankeschön. Die Ladies stehen auf meiner Seite. Oh, hier können wir Glücksspiel betreiben. Hey, du! Hast du Lust auf ein Glücksspiel? Du wirfst 3 Würfel und wettest die Summe, ob sie höher oder tiefer ist. 10 oder weniger ist niedrig, 11 ist... 11 oder höher ist hoch. Also, wie wär's? Wollen wir spielen? Ich denke mal, eine Runde machen wir. Ich will natürlich nicht mein ganzes Geld hier verbraten. In Teil 2 gab's ja auch sowas. Okay, worauf willst du wetten? Ich würde mal sagen, ich versuch's direkt mit hoch. Wie viel wagen wir? 20. Los geht's. Nee, okay. Geld verloren. Nee, nicht nochmal versuchen. Ich mag dieses Spiel nicht. Und das meinte ich, Rabe, als ich bei Suikoden dieses eine Minispiel da gespielt habe, dass mich das schon fast an dieses erinnert hat. Auch wenn es doch anders abläuft. Und ich das Minispiel in Suikoden nicht mag. Und hier gibt es eine Reiseagentur auch wieder. Willkommen bei Oedo Tourismus. Wir hoffen eine besondere Tour nach Shikoku. Möchtest du dorthin? Gleich. Oh, was für eine Schande. Ich wollte nämlich mich noch ein bisschen hier umsehen, aber hier ist tatsächlich nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns nach Shikoku. Also bereiten wir uns vor und packen unsere Koffer. Jetzt können wir uns sogar aussuchen,
wie wir fahren wollen. Mit der niedrigen Klasse, mittleren oder Königsklasse. Je nachdem, was wir wählen, fahren wir mit einem bestimmten Schiff. Also, was wollt ihr sehen? Ihr habt die Wahl. Plan A, B oder C. Welches Schiff wollt ihr sehen? Ich überlasse euch die Wahl. Geld hätte ich theoretisch für alle. Von daher... A, B oder C. Sagt mir, was ihr sehen wollt. Welches Schiff sollen wir nehmen? Ab in die Reise nach Shikoku. Welches sollen wir nehmen? 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 Ist es A, B oder C? Welches sollen wir nehmen? Welches sollen wir nehmen? Man könnte wirklich ein Lied draus machen. Welche Reise würdet ihr jetzt bevorzugen? A, B oder C? Ich warte noch. Ich glaube, ihr wollt nicht wählen. Ich glaube, ihr wollt, dass ich hier die Wahl treffe. Na gut, nehmen wir dann das teuerste. Plan C. Plan C, ja? Dann macht das 200 Rio und 6 Herzen werdet ihr aufgefüllt. Shizuka wird euer Reisebegleiter für Plan C sein. Huba Huba. Huba Huba? Machen wir jetzt einen auf Masupilami oder wie? Und der Bisumaru muss den Drachen rüberfliegen. Ja, passt ihm aufs Schiff. Der Arme. Und wird dadurch auch noch verkohlt. Nachdem sie gehört haben, dass es in Oedo Ärger gibt, sind der Bisu, Goemon und der Bisumaru, konnten sie nicht da sitzen und nichts tun. Die zwei von ihnen begeben sich jetzt nach Shikoku. Einer Insel. Die Geschichte... die Münzkatze zu finden. Okay. Und wir haben hier merkwürdige tanzende Leute. Ich will, dass irgendeiner von euch mir eine Glückskatze gibt. Okay, böser Hund. Sanuki. Hier geht's nach Sanuki. Ah, hier hab ich's endlich.
Ich könnte mir theoretisch noch ein bisschen was zu essen kaufen. Oder ich gucke mal, was hier in diesem Haus drin ist. Das Festival fühlt sich so anders an in diesem Jahr. Die Kriminalität ist gestiegen. Sie stehlen einfach weiter. Du solltest dir da draußen Acht geben. Okay, das ist nicht so gut. Wenn hier auch noch Verbrecher, Diebe sowas sind. Okay, dieser Hund sieht verstörend aus. Oh je. Da-di-da-di-da. Macht mir den Weg frei. An sich ist es schon irgendwie heftig, dass Goemon hier wirklich mit jedem Dorfbewohner sich anlegen muss. Scheiße. Meine Sandalen. Leute in Hyotoko. Ah ne, in Hyotoko-Masken tanzen am südlichen Plaza. Ah, dann lass du mal tanzen. Ich tanze gleich mit. Okay, ich kann sogar die Bomben schmeißen. Die ich ja in ein Labyrinth gewonnen habe. Ist eigentlich nicht schlecht, dass ich das kann. Scheiße. Oh ja, die Katze, gib sie mir. Dankeschön. So, schauen wir doch mal hier rein. Da ist ein merkwürdiger Typ beim Festival diesen Jahres. Er nennt sich selbst der Djinn der Lampe. Aladdin hat sich also auch hier verirrt. Beziehungsweise sein Genie. Okay, was habt ihr denn in den Laden Tolles? Okay, noch mehr Sandalen. Wir haben eine tolle Auswahl in diesem Laden. Natürlich kaufen wir. Wir kaufen weiter Sandalen. Und können uns auch ein bisschen was für, ja, für die Verteidigung holen. Sprich, wir halten jetzt einen Treffer zumindest mehr aus. Auch wenn es teuer ist. Okay, Samurais sind hier auch. Sehr böse Gesellen. Und die sind flink. Aber trotzdem lassen wir uns davon nicht beirren. Wir schlagen zurück und lassen uns nicht niederschlitzen. Stattdessen werden wir einfach mal von Rios beworfen. Das ist nicht gemeint von diesem Typen. Ich meine, nicht sehr nett. Hast du jemals eine goldene Glückskatzenstatue gefunden? Wenn du eine siehst, solltest du sie direkt aufsammeln. Du kannst dadurch dann mehr Leben halten. Der Effekt hält allerdings nur für das Gebiet. Na, schade. Aber schlecht ist es nicht. So, dann legen wir uns mit diesen Samurais an. Okay, die Bombe wollte ich eigentlich nicht werfen. Das ist ein bisschen ungewohnt, weil in den anderen Teilen ging das nicht. Okay, Glückskatze. Ich habe wieder bessere Reichweite. Was haben wir hier? Ah, den Karate-Typen. Möchtest du in den Jojo trainieren? Wenn du hier trainierst, bringe ich dir meine Fähigkeit bei. Allerdings können die nur in diesem Gebiet eingesetzt werden. Aber selbst wenn, sind sie trotzdem noch nützlich. Okay, ich würde mal sagen, schauen wir uns mal an. Du bist zu ausgelaugt, um zu trainieren. Versuch später nochmal. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich zu wenig Energie habe. Schade. Okay, dann lassen wir's. Dann müssen wir drauf verzichten. Ich könnte trotzdem gerade den Laden gebrauchen. Oder ein Hotel ist auch in Ordnung. Willkommen, wir haben darauf gewartet, Ihnen dienen zu dürfen. Wir werden natürlich übernachten. Welchen Raum würdet ihr denn gern? Wir nehmen den Bambusraum. Gut. Dann schlafen wir in den Bambusraum. Dann sind wir aufgefüllt. Dankeschön, bitte kommen Sie bald wieder. Dann aber in einer anderen Stadt. Weil hier brauche ich es jetzt nicht mehr. Okay, hier ist ein alleinstehendes Haus.
Was ist hier drin? Oder wer ist hier drin? Ah, ein Fernseher. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Willkommen zur Arcade. Jedes Spiel kostet 100 Rios für eine Runde. Also, willst du einmal spielen? Hier haben wir die Möglichkeit, den Blockbrecher oder Hockey zu spielen. Okay, also nicht das, was ich eigentlich erst gedacht habe. Ich würde mal sagen, spielen wir einfach mal eine Runde Hockey. Wer soll das sein? Goemon natürlich. Das ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Bitte komm wieder mit einem anderen Spieler. Achso, das geht nur zu zweit. Okay. Schade. Können wir das also nicht sehen in diesem Durchlauf. Aber dann machen wir wenigstens den Blockbrecher. Wer soll es sein? Goemon. Was nehmen wir? Ich würde sagen den Laser. Gut, spielen wir eine Runde Arcanoid in Ganbare Goemon. Ein ziemlich witziges Spiel. Wenn ihr mich fragt. Gibt ja viele Umsetzungen dieses Spiels für alle erdenklichen Konsolen. Auch wenn nicht alle Umsetzungen von Konami sind. Ich glaube, Konami hat noch nicht mal ansatzweise eines der anderen Titel rausgebracht. Ah, okay. Was bringt mir dieser Laser? Okay, das war schon mit dem Laser. Der hat mir ja viel gebracht. Und das Level ist geschafft. Yay. Kriegen wir wenigstens eine Belohnung dafür? Wir warten auf deinen nächsten Besuch. Achso, ihr wollt den Leuten das Geld aus den Taschen ziehen. Alles klar. So ist das also. So einladen mal wieder. Okay, ich muss nach unten. Die tänzenden Leute hier sind schon ganz witzig eigentlich, wenn man so überlegt. Ich finde den Tanz ganz witzig. Auch wenn ich den nicht nachmachen will. So. Wir haben schließlich noch einen Auftrag zu erfüllen. Wir müssen ja noch die Münzkatze finden. Na, hier ist ja die Reiseagentur wieder. Wir können aber... Oh, wir können speichern. Ich habe deinen Fortschritt gespeichert, Goemon. Komm bald wieder. Yay. Hier in dieser Version, die ich spiele, ist es übrigens auch möglich, dass das nicht in Form eines Passworts gemacht wird, sondern wirklich in Form eines Batteriespeichers. Was auf jeden Fall auch angenehm ist. Aber hier könnt ihr auch wieder ein bisschen Geld sammeln. Wo will ich es nochmal versuchen? Ich würde sagen, ich versuche es nochmal bei meinem Malen. Es lief eigentlich ganz gut. Gucken, ob ich es diesmal auch so gut hinkriege. Nein, kriege ich nicht hin. Gut, das war Geldverschwendung. Ach. Ich hätte doch Whack-O-Mole nehmen sollen. Okay. Bevor ich noch mehr Geld verpulver, einfach weiter. Aber ich kann noch ein paar Sachen kaufen. Bomben brauche ich jetzt nicht. Aber ich könnte diesen Mantel mitnehmen. Den Mino-Mantel. Somit halte ich erstmal wieder ein bisschen aus. Ich habe die Münzkatze seit letzter Nacht nicht mehr gesehen. Aber wo könnte sie hin sein? Ich finde sogar auch genial, dass die Übersetzung hier wirklich ganz anders ist als in der deutschen Übersetzung, die bei uns erschien. Die haben sich hier wirklich schon sehr gut ans japanische Original gehalten. Oh, willkommen bei der Lotterie. Das kostet 100 Rios. Wirst du eintreten? Ich versuch's mal. Du kannst es schaffen. Oh, diesmal was ganz anderes. Ist das so eine Art Bingo? Welches Ticket nehmen wir? Tiger, Schildkröte, Kuh oder Kranich? Ich würde mal sagen, ich nehme den Kranich. Gut, welches Set? A, B, C oder D? Oh Gott. Ich versuch's mit Set C. Okay, Zeit. Zu Beginn. Aber ich muss das jetzt wahrscheinlich selber anhalten, oder? 7. Okay, habe ich zweimal.
Oh, jetzt kann ich 200 Rios kriegen. Nee, habe ich nicht. Schade. 1000 Rios, oh Gott. Och man, den Kranich hatte ich aber die anderen beiden Dinger nicht. Egal, wie viel kriege ich? 100. Gut, habe ich mein Geld wenigstens wieder raus. Haben wir auch mal die Lotterie probiert. Dadurch, dass ich Glücksspiele hasse, versuche ich es nicht weiter. Deswegen gehe ich einfach mal.